Hallo meine Lieben, toll, dass ihr wieder dabei seid, auch bei dieser Ausgabe von Lunaris liest. Und diesmal gibt's wieder ein Hörspiel. Entstanden ist auch das wieder in Kooperation mit der Plattform hörtalk.de. Es ist keinerlei Geld geflossen. Das sind alles Leute, die ehrenamtlich in ihrer Freizeit ganz tolle Hörspiele gemeinsam produzieren, Profis und Laien zusammen. Und diesmal gibt's eine Geschichte aus Absurdien. Viel Spaß dabei! Geschichten aus Absurdien. Folge minus 1. Der Geist aus der Hefe. Ein kurzes Spiel von Stefan Fabri für Hörtalk. Im fernen Lande Absurdien lebte einst die Gräfin Clocunia. Genau wie schon ihre Ahnen und Urahnen bewohnte auch Gräfin Clocunia das Schloss Scheffel auf dem hohen Scheffelberg. Von dort hatte sie einen gar wunderbaren Blick hinunter ins Land und auf das verträumte Dörfchen Fassheim, das sich mit seinen Wiesen, Feldern und Weingärten an den Fuß des Berges schmiegte. Das heißt, sie hätte einen wunderbaren Blick hinunter ins Land und auf das verträumte Dörfchen Fassheim mit seinen Wiesen, Feldern und Weingärten haben können, wenn nicht sämtliche Fenster von Schloss Scheffel stets gut verschlossen und verrammelt gewesen wären. Selbst in der tiefsten Nacht drang kaum je ein zarter Lichtstrahl durch die Ritzen der schweren hölzernen Fensterläden. Nur auf der dem Ort abgewandten Seite des Schlosses wurde gelegentlich zwecks Lüftung kurz eine Luke geöffnet. Und auch nur dort erhaschte man an warmen Sommertagen ab und zu einen Blick auf die Schlossbesitzerin, wie sie in ihrem kleinen, von Pflanzen überwucherten Obstgarten vor einer Staffelei saß und malte. Doch niemand hatte je eines ihrer Bilder zu Gesicht bekommen. Und man wusste auch sonst nicht, wie die Gräfin lebte und was sie Tag aus Tag ein so trieb. Lediglich ihre treue Zofe Liliane Lobelich und ihr seltsamer Butler Monokophan zeigten sich regelmäßig im Ort, wo sie die nötigen Einkäufe und Erledigungen tätigten, sich aber ansonsten stets verschwiegen gaben. Die Bewohner von Fassheim hatten längst aufgehört, sich zu wundern. Sie gingen ihren eigenen täglichen Geschäften nach und waren es zufrieden, dass man sie in Ruhe ließ. Höchstens fragte sich der eine oder die andere in einer sehr stillen Stunde manchmal, was hinter den dicken steinernen Mauern von Schloss Scheffel wohl so alles geschehen mochte. Und dort hätte man in einer kühlen Frühlingsnacht einen entsetzten Schrei hören können. Gnaden. Gräfin Clocunia. Es ist 2 Stunden nach Mitternacht. Ich hatte schon tief geschlafen. Was um Himmels Willen ist geschehen? Die Küche! In der Küche! Oh Gott, entsetzlich! Ihro Gnaden, was ist in der Küche? Sie sollten sich dort doch gar nicht aufhalten. Meine Zartbitterschokolade war alle. Ich wollte, aber dann, es ist Monokophan. Unser guter alter Monokophan aus Bajurien? Was ist mit ihm? Er ist tot. Nein. Erstickt. Erwürgt. Ermordet. Wie? Monokophan? Aber er hat doch gestern Abend noch schwungvoll das Dinner serviert und wollte dann einen großen Trog mit Hefeteig für das Laugengebäck zum Frühstück ansetzen. Ja, und genau das ist geschehen. Der Teig für die Brezeln. Er hat ihn umgebracht. Verzeihen Sie, Ihre Gnaden, ich verstehe nicht ganz. Teig, Hefe, Brezeln? Liliane? Du musst jetzt tapfer sein. Schau selbst nach. Er steckt. Ich meine, Monokophan. Er steckt im Trog. Im Teig.
dem Kopf voran. Oh mein Gott! Können wir ihn noch retten? Nein, es ist zu spät. Sieh nach, Liliane. Es ragen nur noch seine Beine aus dem Bottich. Alles andere ist bereits fest vom Teig umschlossen. Er macht keinen Mucks mehr. Dann ist der Teig aber diesmal wirklich gut gegangen. Liliane Lobelich konnte sich von der Wahrheit des Gesagten schnell selbst überzeugen. Nichts außer zwei Beinen in einem feinen, zart gestreiften Zwirn und zwei Füßen in makellos glänzenden Lackschuhen ragte aus einem hohen Bottich, in dem eine gewaltige Menge Hefeteig vor sich hingärte. Die Bekleidung bewies eindeutig, dass der Unglückliche, der im Teig steckte, niemand anderer als Monokophan sein konnte. Außerdem wohnte außer der Gräfin, ihrer Zofe Liliane und dem Butler ohnehin kein Mensch auf Schloss Scheffel. Wer sonst also hätte es sein können? Doch was war hier geschehen? Ein Unglück? Selbstmord? Oder sogar Mord? Liliane, siehst du das? Er rührt sich nicht mehr. Wir müssen die Dorfgendarmerie informieren. Du musst hinunter nach Fassheim. Jetzt? Ihro Gnaden, das ist nicht klug. Abgesehen davon, dass es Büttel Grumpgräulich gar nicht gefallen dürfte, wenn ich ihn um diese Zeit wecke. Er ist wahrscheinlich gerade erst vor kurzem ins Bett getaumelt und... Außerdem, was soll ich sagen? Na, dass Monokophan heimtückisch umgebracht wurde, was sonst? Er hätte sich niemals freiwillig in seinen Hefeteig gestürzt. Und er wäre auch nicht aus Versehen hineingefallen. In ein Wein- oder Bierfass? Ja, vielleicht. Er ist keinerlei Alkohol gewöhnt. Es wäre ein schneller und gnädiger Tod gewesen. Aber Hefe? Da ist etwas Wahres dran, gnädige Gräfin. Und dennoch, Grumpgräulich würde mich befragen. Sie kennen ihn. Er nimmt seine Stellung als Dorfbüttel viel zu ernst. Selbst wenn er sturzbetrunken ist. Vielleicht foltert er mich sogar. Ich bin eine schwache Frau. Und dann könnte herauskommen, dass sie gestern einen Satz javonische Gemüsemesser nach Monokophan warfen, weil er sich wieder nicht rechtzeitig von seinen eigenartigen Partituren und Schriften trennen konnte und darüber fast vergaß, das Abendessen zu bereiten. Er ist eben schon über 60 und hört immer so schlecht. Aber ich hab ihn ja verfehlt, mit allen 5 Klingen. Und jetzt? Der Arme... Wie soll es ohne ihn weitergehen? Es wäre besser, Ihro Gnaden, wenn Sie selbst ins Dorf gingen, glauben Sie mir. So geraten Sie nicht in falschen Verdacht. Kein Bösewicht würde sich jemals freiwillig in die Hände von Grumpgräulich begeben. Demnach sind Sie automatisch unschuldig. Selbst wenn Sie es, zufällig nicht wären. Ziehen Sie sich einen warmen Mantel und Ihre feinen Stiefel statt diesen selbstgestrickten Filzschuhen an. Es ist eine recht kalte Frühlingsnacht. Ich soll das Schloss verlassen? Liliane, weißt du, wie dunkel es um diese Zeit draußen sein kann? Sie können eine der Fackeln nehmen, die unsere Schlosskorridore Tag und Nacht beleuchten. Was? Etwas anderes würde ich auch nicht tun. Ich soll ein Licht aus Scheffel hinaustragen? Niemals! O gnädige Gräfin Klukynja, keiner weiß besser als ich, wie schwer Ihnen das fällt. Aber wir haben einen Notfall. Monokophan ist gestorben. Wir wissen nicht wie. Das heißt, wir wissen schon wie, aber nicht warum. Wir müssen es melden. Machen Sie eine Ausnahme. Zeigen Sie Mut. Ja, ich weiß nicht. Was, wenn der unberechenbare Gräulich mich trotzdem verhaftet? Können wir es nicht einfach vertuschen? Ein ganz großes Brot backen, sobald Monokophan völlig im Teig verschwunden ist. Gräfin! Und wer soll das dann essen? Ich nicht! Nein, Sie müssen hinunter ins Dorf. Wenn Ihnen eine Fackel zu viel Licht ist, wie wäre es mit einer Kerze? Einer ganz kleinen. Meinst du? Na, aber selbst dann... Nein, das kann ich nicht machen. Denken Sie doch nach, gnädige Frau. So ging das noch eine ganze Weile hin und her.
Der Gedanke, man könne das unter den Dächern von Schloss Scheffel lodernde Licht draußen zu Gesicht bekommen, noch dazu in tiefster Nacht, war der Gräfin schier unerträglich. Wozu verschloss man denn stets alle Fenster und dichtete alle Ritzen in den Mauern mit schwerem Tuch? Scheffel auf dem hohen Scheffelberg musste dunkel bleiben. Und doch, welchen Ausweg gab es? Liliane Lobelich konnte sehr hartnäckig und überzeugend sein. Nach einer längeren Diskussion gab Klukynia daher tatsächlich nach. Sie zog die Filzpantoffel aus, einen Mantel und feste Stiefel an, ließ sich von Liliane eine kleine Laterne mit einer Wachskerze geben und sich dann hinunter in die große Halle führen. Liliane öffnete das Schlosstor. Draußen war es kalt und sehr dunkel. Liliane, vielleicht sollten wir zu zweit gehen. Was meinst du? Du kannst mich doch begleiten. Dafür wäre ich völlig falsch bekleidet. Aber dann kannst du... Warte, hörst du das? Liliane, jemand kommt den Scheffelberg herauf. In der Tat. Um diese Zeit? Das kann doch gar nicht sein. Oh, Schritte und Ketten? Ich wusste es. Man wird mich verhaften und in den Kerker sperren. Und mich wird man foltern. Oh, Gräfin, sehen Sie doch. Das ist nicht Büttelgrummgräulich. Das ist ein Gespenst. Der Geist von... Ah! Monokophan, aus der Hefe entstiegen. Mono? Ah! 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 Der Anblick, der sich den zwei Frauen bot, war in der Tat entsetzlich. Aus der Dunkelheit war ein Wesen aufgetaucht und vor dem großen Tor stehen geblieben. Das flackernde Licht aus der Halle und Klukynias kleine Laterne erleuchteten eine zwar nicht große, aber kräftige Gestalt. Sie war in eine dunkle Kutte gehüllt, wie Mönche sie tragen, und um ihre Hüfte war eine schwere Eisenkette geschlungen. Eine tiefgezogene Kapuze verbarg fast das ganze Gesicht. Am schrecklichsten jedoch war die gewaltige Brezel, die sich um den Hals des Wesens gewickelt hatte. Sie war fast doppelt so groß wie das berühmte Laugengebäck, das man jedes Jahr im Herbst auf einem großen Volksfest der Hauptstadt von Bajurien anzubieten pflegt. Daher bestand kein Zweifel. Vor Gräfin Klukynia von Scheffel zu Scheffelberg und ihrer treuen Zofe Liliane Lobelich stand die Reinkarnation von Monokophan. Monokophan? Aus welchen Sphären du auch immer zurückgekommen sein magst, lass uns leben. Wir sind unschuldig. Es muss ein tragisches Missgeschick gewesen sein. Ich schwöre. Missgeschick? Hatte ich nicht von Ihnen persönlich, Gräfin, den Auftrag, einen großen Vorrat an bajurischen Brezeln für Ihre Hoheit zu backen? Wie kann das ein Missgeschick sein? Ja, aber ich konnte doch nicht ahnen. Natürlich nicht. Wann hätten Ihre Hoheit auch jemals von sich aus einen Blick in den Kalender geworfen? Hä? Kalender? Was hat das damit... Wartet. War gestern nicht... der letzte Tag des März? Ah, die schlaue Liliane. Wirf die Kapuze zurück, du elender Schuft! Du bist gar kein Geist aus der Hefe, Monokophan. Du bist es, wie du leibst und lebst. Gestern war der letzte Tag im März. Wie hast du es gemacht? Gemacht? März? Erlebt? Ich verstehe kein Wort. Wenn gestern der letzte Tag im März war, welcher Tag ist denn heute angebrochen? Meine Damen, es ist doch ganz einfach. Ich musste lediglich ein paar Schuhe, eine meiner guten Hosen und zwei Besenstiele opfern. Ach, April! Das heißt, im Teig steckte nur eine Attrappe?
Natürlich, Frau Gräfin. Mono, du Mistkerl. Aber woher konntest du wissen, dass die Gnädige noch in der Nacht in die Küche gehen würde? Liliane, du weißt doch. Die hoheitliche Zart-Bitter-Schokolade. Ja, sie war alle. Ach wirklich? Was für ein Zufall. Monokofan, du hast sie am Abend weggenommen, bevor ich zu Bett ging? Ich hatte mich schon gewundert. 1000 Tintenbeutel. Warte bloß, wo sind die javonischen Gemüsebesser? Ich fürchte, Gräfin, sie stecken noch in der Vertäfelung von Monos Kammer. Nein, ich habe sie schon längst entfernt und gereinigt. Aber lassen Sie uns hineingehen. Es war mir eine große Ehre, die beiden verehrten Damen in den April schicken zu dürfen. Aber das ist noch lange kein Grund, dass wir uns jetzt alle erkälten. Und so endete also im Lande Absurdien in Schloss Scheffel auf dem Hohen Scheffelberg der Monat März. Die Gräfin und ihre Zofe waren von Butler Monokofan aus Bajurien wieder einmal erfolgreich in den April geschickt worden. Aber das war diesmal gar nicht das Bemerkenswerteste. Unvergessen wird vor allem bleiben, dass Gräfin Clocunia sich überwand, mit einem Licht, auch wenn es nur eine Laterne mit einer kleinen Wachskerze war, unter den Dächern von Scheffel hervorzutreten und hinaus in die Dunkelheit zu leuchten. Nun, zumindest ein bisschen. Und vielleicht war das sogar nur ein Anfang. Diese Geschichte allerdings, das muss leider auch gesagt werden, ist hiermit zu Ende. Das war Geschichten aus Absurdien, Folge minus 1. Der Geist aus der Hefe. Ein Kurzhörspiel von Stefan Fabri. Es sprachen Gräfin Clocunia von Scheffel zu Scheffelberg, Anja Klukas, Liliane Lobelich, Verena Wilhelmi, Monokofan aus Bajurien, Burak Budak, Erzählerin Christine Helmicke. Intro und Credits Marco Hennings. Lektorat Sascha Kubert. Idee, Skript, Musik und Schnitt Stefan Fabri. Sounds von freesound.org und eigene. Cover Anja Klukas. Dieses Hörspiel entstand im Rahmen der 33. Shorty Challenge auf hörtalk.de. Es steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz.